Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 Live 3 Projekt. Und, ja. Genau, ich verkaufe jetzt Pferdeheu feucht. Das gibt mir weniger Geld, das weiß ich. Aber wenn ich das jetzt hier auf den Boden kippe mit Dingen drüber fahre und alles Mögliche, dauert mir das einfach zu lange. Und deswegen verkaufe ich es jetzt feucht beim Ballenverkauf beim Viehhändler. Da bekomme ich 95 die 1000 Liter. Ist nicht viel, ist mir klar. Wenn das getrocknet wäre, das wäre das hier. Dafür bekomme ich dann 125. Aber drauf geschissen, würde ich sagen. Und deswegen verkaufe ich jetzt das hier beim Ballenverkauf Viehhändler. Muss ich nur mal gucken, wo der ist. Ballenverkauf Viehhändler. Ballenverkauf Viehhändler. Wollverkauf. Ballenverkauf Viehhändler. Markierung setzen. Da fahren wir jetzt hin. Und dann düsen wir mal rüber. Und das verkaufe ich. Und dann werde ich, glaube ich, das LU noch einen Auftrag abgeben. Ah, nee. Der Mesa hat doch jetzt... Ah, nee, der hat für Rundballentransport, ne? Ich brauche was für Quaderballen. Nicht für Rundballen. Und der mit die ganze Zeit... Der hat hier echt ein Glückslos gezogen hier mit seinen Wiesen, du. Genau. Ach komm, ich spare jetzt erstmal. Weil die Schweine kommen ja auch noch. Die Schweine kommen ja auch noch. So, da hinten sind, ist es ja schon. Gott sei Dank ist das kein Drehschemel, du. Das war so klar. Weil er das jetzt wahrscheinlich nur in Ballen nimmt, die Scheiße hier, ey. Boah, nee. Und das andere ist auch Ballenverkauf. Ich werde die Scheiße nicht los. Oh, warte. Ja! Es geht doch. Gott sei Dank. Das macht mich jetzt zwar nicht reich, das weiß ich. Die nächste Ladung werde ich trocknen, wenn ich die vom Feld runter habe. Ja, 2215 ist jetzt nicht so viel, aber da ist ja schon mal fast die die Dinge da bezahlt worden. Ist schon die Kühe da. Jetzt verkaufe ich, jetzt will ich noch die ich rufe mal den Ackermann an. Komm, wir geben den Ackermann mal eine Chance.
Hallo? Ich grüße dich. Sag mal, was ist denn hier Feuerrot? Ja, Feuerrot! Unglaublich, das ist Brand. Das war ein kleiner Witz. War nicht ernst gemeint. Du, hör mal. Ich wollte ganz kurz mal mit dir offen reden. Okay, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja, klar. Immer die Sätze mit du, hör mal, anfangen. Also die damit anfangen. Ja. Immer schlecht für einen, weil einer danach weint. Nee, du wirst nicht weinen und ich werde auch nicht weinen. Alles ist gut. pass auf, ich bin ganz ehrlich zu dir. Ja. Ich habe dir am Anfang, also ich vertraue dir nicht so ganz. Unglaublich. Warum? Ja, weiß ich nicht. Ich bin das Vertrauen in der Persönlichkeit. Ja, pass auf. Das will ich jetzt ablegen. Ich vertraue dir. Oder ich schenke dir jetzt mein Vertrauen, weil einer muss anfangen mit Vertrauen, weil sonst wird das ja vorne und hinten nichts, ne? Ja, ich vertraue dir von Anfang an schon. Ja, okay. Ich dir jetzt auch. Wieso schön? Das wollte ich dir nur mal eben kurz Klartext gesagt haben, so, damit du weißt, warum ich manchmal so rumschaue oder nur ganz kurz antworte, weil, ja, ne? Ich nicht so genau wusste, was jetzt hier abgeht. Aber egal, darum geht es jetzt gerade auch nicht so ganz. Ich wollte es auch nur eben kurz mitteilen. Das andere ist, hast du einen Ballenanhänger für Quaderballen? Ein Ballenanhänger für Quaderballen? Ja. Nee, den habe ich nicht. Okay. Du brauchst einen oder was? Ja. Für Quaderballen? Ja. Was soll es denn für einer sein? Es reicht eigentlich ein kleiner. Warum fragst du? Reicht ein kleiner quasi. Bitte kein kaufen, wenn du das jetzt vorhast. Also quasi für 14 Ballen. Zum Beispiel, ja. Okay. Kannst du beim Händler abholen. Nein, kauf den nicht. Ich brauch den nur einmalig. Ich bin auf Rundballen gewechselt. Okay. Haben wir noch nicht gekauft. Ich wollte doch beim Händler vorbeifahren. Oh, mach keinen Witz jetzt. Es ist nur für eine Fahrt. Ich habe hier Luzerne Silageballen. Die habe ich geschenkt gekriegt, die wollte ich jetzt verkaufen gehen, weil ich die nicht für für Mischfutter benutzen kann. Ja, Fischmutter, okay. Ja, die kann ich dafür leider nicht benutzen. Deswegen. Ja gut, pass auf, also folgender Deal, also Quaderbein hast du gesagt. Ja. Gut, pass auf, ich organisiere ja einen Transportanhänger. Okay, woher? Das ist egal. Okay. Hat dann so meine Beziehung. Okay. Und wie schnell brauchst du den? Wann hast du Zeit? Okay, pass auf, so in einer halben, dreiviertel Stunde passt. Ja, das passt. Gut, wunderbar, dann machen wir das so. Also, Hilton, pass auf, ich organisiere das Ding, kostet ich nichts, ne, ist alles schicki schön und dann sind die Beine auch schon verschwunden. Okay. Ja, du bist schon wieder so ruhig, vertraust du mir schon wieder? Doch, ich vertraue dir, alles gut. Okay, gut, dann. Hilton, ich habe gerade noch einen wichtigen Geschäftstermin. Was sind das für drei Statuten hier? Gut, pass auf. Wie gesagt, halbe, dreiviertel Stunde, da hab ich das Ding, bin bei dir und dann kann man ja loslesen. Okay. Wunderbar. Ich liebe es, mit dir Geschäfte zu machen. Ich auch. Alles klar, bis später. Alles klar, bis später. Dankeschön. Jo. Also mein Vater hat mir früher mal beigebracht, wenn ein Deal einfach zu gut wirkt für einen, dann ist da immer ein Haken bei. Warum? Ich dachte, bei dem Ackergras würde der einfach nur Gras rauswerfen. Das tut er aber nicht. Aber es gibt doch auch extra Pferdegras, oder? Oder ist das das Elefantengras? Ach du, ich weiß es nicht. Wir werden jetzt aber wahrscheinlich bald spulen. Und das ist das Ding. Was habe ich denn noch so in meinem Lager, was ich verkaufen könnte? So. Brauche ich. Für Schweine. Silage brauche ich. Was haben wir denn hier? Heu brauche ich. Silage habe ich noch 48.000 Liter, okay. Wo war denn Stroh? Stroh brauche ich doch auch. Oder ist das hier Stroh? Das Stroh hier. So. 843 getrocknetes Gras. Okay.
Okay. Der Landhandel gibt dafür 500. Das ist Baumwolle. Ne, Raps ist das, ne? Hafer. Ich glaube, das ist Raps, Sojabohnen, Mais. Ist das denn hier? Schilfgras oder was? Hackschnitzelverkauf. Ist das für ein Ding? Ich muss mal ganz kurz was testen und ich gehe mal eben kurz rüber zum Mesa. Weib! Warum gehst du an die Bierflaschen? Pfoten davon! Ist für Silvester! Er hat keine Seemaschine, ne? Ne. Maschine. Das ist Gerste, Hafer, Raps, Sojabohnen, Ölrettich. Das wäre normales Gras. Roggen, Triticale, Dinkel, Weidegras. Das ist. Ne, ich habe Ackergras angesät. Pferdegras. Das wäre Ackergras. Luzerne, Klee, Zwiebeln, Karotten, Weizen, Gerste. Ich verstehe das Prinzip nicht. Also man kann. Ich habe ja. Oh, jetzt bin ich wieder einen Schritt zu weit. Guck mal, Triticale, Dinkel, Weidegras. Pferde. Es gibt extra Pferdegras, was man ansehen kann. Und Ackergras. Stehe ich nicht. Schneidet auch nicht, oder? Verdammt nochmal, ja. Moin, Holger. Moin, Herr Schlossberg. Ich wollte nur mal eben kurz was gucken, weil ich bin ein bisschen verwirrt mit meinen Sachen da, was da los ist. Ich wollte nur mal kurz in der Seemaschine gucken, wie das Symbol für das und das ist. Okay. Weil es gibt extra Pferdegras, was man ansehen kann. Und ich habe Ackergras angesät. Tue Moin. ich. Moin Max. Wenn ich aber Ackergras mähe, bekomme ich Pferdegras. Jetzt, deswegen bin ich gerade in den Traktor eingestiegen, weil ich gucken wollte. Weil man kann extra Pferdegras ansehen und extra Ackergras. Aber Ach so, ja. ich schnall das nicht. Und wenn man Ackergras ansieht, kommt Pferdegras raus? Ja, genau. Und wenn Pferdegras rauskommt? Tja, Ansieht? das weiß ich nicht. Das wollte ich nicht testen. Okay. Hast du die Sonnenblumen schon angesät? Sonnenblumen sind angesät, ist schon alles zweite Düngerstufe und gespritzt. Muss nur noch das Wachstum abwarten und dann können wir ernten. Das war auf Feld. Feld 12. Sehr schön. Hast du das selber? Hast du eine Einzelsaat? Nee, habe ich vom LU machen lassen. Okay, weil gut, dann lasse ich auch mal LU die 4. Dann mache ich da auch nochmal Sonnenblume, da sind wir durch mit Sonnenblume, glaube ich. Erstmal für eine ganze Okay, Weile. ich hatte schon ein bisschen was bei deinen Bei den Bienen Blumen. reingeschmissen. Da hatte ich Ja, schon. habe ich gesehen, die produzieren deswegen auch sehr schön. Ah, wunderbar, das ist schon mal gut. Lass mal kurz, wenn du eh gerade da bist, welche Felder haben wir denn jetzt? Also ich habe nur Feld 4. Ich habe Feld 12 und Feld 6. Mehr habe ich nicht. Und natürlich die zwei großen Wiesen bei mir am Feld. Ja gut, Wiesen habe ich auch. Feld 12 und Feld 6, ach die beiden. Weil irgendwie müssen wir vielleicht mal gucken, dass wir nochmal ein Feld besorgen, oder? Das sage ich dir, ja. Was Ich nimmt man weiß. da? Ich würde fast drauf tippen, 15, 14. Du bezahlst für eine Parzelle und kriegst. Ah, nee, das eine ist eine. Nee, das ist ein Feld. Da bekommst du zwei Felder für 142.000.
Wie viel hast du gerade? 97.202. 92.000. Das heißt, dir fehlen 50.000. Ja. Dann würde ich die dir eben überweisen. Kaufst du die? Gerade schlecht. Aber lohnt sich das gerade? Vielleicht ist da leer, weil sonst warten wir, bis der alte Bauer drauf Achso, warte mal. Ich kann nochmal eben nachschauen. Ui, Zuckerrüben. Brauchst du Zuckerrüben? Ja. So, na gut, da sind ist Zuckerrüben das, drauf. Sind da Zuckerrüben drauf, oder was? Ja, und Gras. Achso, ja, dann müssten wir das auch wieder pflügen lassen, ne? Ja, damit wir das ich hab einen Flug, aber... Ja. Nee, dann machen wir das, oder? Ja, ich muss ein bisschen warten, ich habe gerade Kühe bestellt. Achso, für Vollgas oder was? Also, ich habe 30 Kühe habe ich bestellt. Und dann Geld leer. Nee, Geld ist nicht leer, aber dann... Ja, dann mach das erstmal, dann chillen wir dann. Ja, ich muss irgendwie Geld reinkriegen. Ich habe momentan keine gute Einnahmequelle, das ist mein Problem. Okay. Nee, dann sag nochmal Bescheid, wenn du soweit bist, also dass wir da mal gucken, was wir für Felder kaufen. Ne? Ja, machen wir so. Oh, ist aber momentan Ihr Glücksbringer aber gar nicht da, Herr Schlossberg. Nee, die wurde abgezogen vom Herrn Schwagalla. Die muss irgendjemand anderen überwachen, die kommt aber wieder, sagte sie. Ja, wollen wir aber hoffen, dass dann wieder Ihr Glück dann wieder da ist, ne? Ja, hoffe ich mal. Gut, aber ich muss auch noch ein bisschen weiterarbeiten. Ich wollte keinen Stress machen, Holger. Ich wollte nur gucken, wie die Symbole aussehen mit Namen, weißt du? Das war alles. Alles gut. Okay, alles klar. Tschüss. Ciao. So. Da haben wir das auch. Fertig. Ich kann gerade nichts machen. Das ist mein Problem. Wieder mal. Gut, ich wollte ja gut, ich habe das jetzt verkauft. So, hier sind die Kühe, die nicht da sind. Ich habe jetzt 97.000. Gut, wenn ich die Silage verkauft kriege, die Luzerne-Silage, das... Wo habe ich denn das für die hier? Guck mal, 241 beim Ballenverkauf pro 1000 Liter. Das würde mich nach vorne bringen, wenn ich das verkaufen würde. Ich würde mal ganz gerne was testen wollen, wenn ich die eine Schwart nachher runter habe. Wenn ich das erste Feld... Ah, guck mal, fertig. Jetzt kann ich ernten. Das ist doch wunderbar. Aber... Oh, hier ist auch fertig. Auch geilo. Gut. Dann muss ich mir vom Mesa mal eben den Trecker ausleihen. Dann nützt ja nichts. Alles ist da fertig. Das läuft da. Mir fehlen jetzt noch die Kühe. Da könnte ich die Kühe versorgen. Dann würde ich endlich Milch kriegen. Es war so klar. Ich habe gehofft, dass die R kommt. Vorm Spulen. Es wird nämlich jetzt gleich gespult. Dann hätte ich direkt schon Milch, was ich in Joghurtverein investieren könnte. Und dann könnte ich Joghurt verkaufen. Scheiße. Mein Timing ist auch in diesem Projekt nicht on point, muss ich sagen. Nicht on point, meine lieben Freunde. Aber ich könnte nachher hier das hier mal mähen. Hier bekomme ich dann ja auch Gras raus. Und das könnte ich zur Silage machen lassen. Das könnte ich dann ja aufsammeln und hier in meinen Bunker schmeißen. Dann bekomme ich lose Silage. Das machen wir in der nächsten Folge, weil jetzt wird gespult und ich habe leider verkackt. Scheiße. Aber meine lieben Freunde, damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.